Ganz herzlich willkommen zum vierten Partizipationscafé, dem ersten in 2021. Und jetzt begrüße ich auch hier für die Aufnahme nochmal Maria Burkhardt, die das mit mir moderiert und die vielleicht ganz kurz sich vorstellen mag. Sehr verrückt. Entschuldigung. Ja, ich bin Maria Burkhardt, ich leite das Landeszentrum Jugend und Kommunen und freue mich, dass wir dieses Jahr gemeinsam das Partizipationscafé moderieren können. Wir haben uns in den letzten Jahren schon unter diesem Titel getroffen. Es gab schon drei Partizipationscafés. Nach und nach stelle ich auch gerade die Inhalte online. Man findet also schon ein paar Fragen, ein paar Interviews. Und wir haben auch geplant, diese Reihe auch dieses Jahr fortzusetzen. In der Regel am ersten Monat, am ersten Montag jedes Monats. Normalerweise 14:30 Uhr. Heute sind wir einfach auf 17 Uhr ausgewichen, damit auch Celine, die Maria gleich einführen wird, teilnehmen kann, weil sie nämlich als Abiturientin in Sachsen-Anhalt Unterricht hat. Heute geht es um das Thema, Maria. Genau, Jugendgemeinderat, Jugendgemeinderäte und Social Media ist das Thema. Jugendgemeinderat ist ja eine Form der kommunalen Kinder- und Jugendbeteiligung, welche immer häufiger in den Kommunen initiiert wird, um jungen Menschen eine Legitimation und auch eine Mitbestimmung in Ratssitzungen zu gewähren. Junge Menschen haben die Möglichkeit, kommunalpolitische Themen und die dazu gehören vielfältigen Themen wirklich aus jugendpolitischer oder aus Jugendperspektive beeinflussen zu können. Und da finde ich es ganz spannend, dass wir in diesem Thema oder dieses Mal natürlich zwei Expertinnen dabei haben. Junge Menschen, die ja im Jugendgemeinderat so ein bisschen als Mittlerposition da sind, auf der einen Seite zwischen Jugendlichen und auch zwischen den Ratsmitgliedern und dabei natürlich auch Social Media und auch ja, doch Social Media als wichtigen Bestandteil ihrer Arbeit nutzen. Genau. Und da freue ich mich sehr, dass wir Sine Rühlester haben, Entschuldigung, und Maximilian Frey aus dem Jugendgemeinderat Mulde-Stausee. Ja, schön, dass ihr da seid. Vielleicht kann jeder noch in einem kurzen Satz was zu sich selbst sagen. Ja, also ich bin Rüdig und komme aus der Gemeinde Mulde-Stausee, wohne in dem Ort Krina und wie schon gesagt, besuche ich zurzeit die 12. Klasse im Europagymnasium Walter Rathenau in Bitterfeld, also nicht weit von uns. Und ich und Max waren auch schon im ersten Jugendgemeinderat mit dabei, also wir haben schon ein bisschen Erfahrung und es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht, sodass wir uns für den zweiten auch nominiert haben und auch wieder gewählt worden sind. Ja, hallo, ich bin Maximilian Frey, bin 20 Jahre alt, komme auch aus der Gemeinde Mulde-Stausee, mache gerade eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Und wie Celine schon gesagt hat, sind wir jetzt wieder im Jugendgemeinderat bei uns in der Gemeinde und waren auch beim ersten Mal schon dabei, weil es hat halt wirklich viel Spaß gemacht, kann man nur so sagen. Ja, vielen Dank euch. Wir starten im Partizipationscafé mit so einer kurzen Fragerunde, in der bitte einfach nur ganz kurz die Sätze vervollständigt. Keine Erläuterung, dafür haben wir später noch Zeit. Und wir machen das abwechselnd so, dass sind fünf Fragen. Die erste Frage startet Celine und dann Max und bei der nächsten Frage wechseln wir einfach. Und vervollständigt einfach die Sätze. Die Corona-Pandemie bedeutet für Kinder und Jugendliche, dass Die sich wie viele andere Menschen auch einschränken müssen und keine wirklichen sozialen Kontakte mehr haben. dass wir alle gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen sollten und auch für Jugendliche das genauso trifft. Um sich in politische Entscheidungen einbringen zu können, brauchen Kinder und Jugendliche. Die Möglichkeit, sich selbstständig verwirklichen zu können. Die ja bei uns durch den Jugendgemeinderat gegeben ist. Und ich finde, der Jugendgemeinderat ist wirklich eine gute Möglichkeit, weil die Kinder dann auch und die Jugendlichen auch gehört werden und nicht einfach abgeschüttelt werden können. Kinder und Jugendliche sind genau dann beteiligt, wenn Die Erwachsenen ihnen auch Aufmerksamkeit schenken und ihren Ideen auch wirklich zuhören. die sind gleich beteiligt, wenn die Erwachsenen, wie ich schon gesagt habe, die Möglichkeit einräumen, selber Dinge zu verwirklichen und selber auch mal anpacken zu dürfen und nicht nur als Führungsposition alles vorgeben zu wollen. Dass Kinder und Jugendliche Smartphones, Social Media und Videospiele mehrfach täglich benutzen, bedeutet für Partizipationsprozesse, dass Dass die Kommunikation wesentlich einfacher fällt und das für uns eigentlich
ein Schritt in die richtige Richtung ist, um alle viele Fortschritte einfach zu beschleunigen. Kann ich nur zustimmen, also dass man sich auch als Organisation, die vor allen Dingen Kinder und Jugendliche ansprechen will, auch vor allen Dingen auch einen Instagram-Account macht oder auf Social Media präsent ist, um die Jugendlichen auch wirklich zu erreichen. Anders als in Städten, braucht Kinder- und Jugendbeteiligung im ländlichen Raum? Oh. Ja, mehr Aufmerksamkeit, weil in Städten schon so viele Möglichkeiten eigentlich gegeben sind, wo sich die Jugendlichen auch aufhalten können. Und bei uns auf dem Dorf halt eben nicht. Also sie braucht viel Mobilität, da die Ortschaften wieder auseinander sind. Und ich denke, eine Menge Verständnis, da viele Stadtleute einfach nicht wissen, wie es auf dem Dorf halt doch abgeht und wie dort alles komisch und krux ist. Danke euch für diese erste Fragerunde. Dann steigen wir gleich mal, machen wir gleich weiter in der Fragerunde, so gefühlt. Thema ist ja Jugendgemeinderäte oder Jugendgemeinderat. Könnt ihr kurz mal für uns nochmal zusammenfassen, was ist eigentlich ein Jugendgemeinderat? Wie hat er sich gebildet bei euch im Mulde-Stausee und was sind so die Aufgaben von eurem Jugendgemeinderat? Also wir als Jugendgemeinderat sind quasi das Organ, was die Jugendbeteiligung bei uns in der Gemeinde verwirklicht. Wir wurden per Briefwahl gewählt. Also jeder Jugendliche hat einen Brief bekommen und durfte dann wählen. Die Wahlaufstellung war öffentlich in Social Media bekannt. Also jeder konnte sich im Alter zwischen 12 und 25 dafür bewerben. Es gab dann eine kurze Vorstellungsrunde, jetzt durch Corona mit Videos. Davor hatten wir noch eine große Vorstellungsrunde. Dann per Briefwahl gewählt. Und dann kam es zur Einberufung in der nächsten Sitzung. Ja, wahlberechtigt und auch die, die sich aufstellen lassen, sind alle zwischen 12 und 25 Jahren. Nee, 13 und 25 Jahren, Entschuldigung. Das alles ins Laufen gebracht hat Herr Giebler, er wurde zum Bürgermeister gewählt und kam dann halt mit der Idee, einen Gemeinderat zu gründen, was zum Glück auch sehr positiv aufgefasst war und wir auch in der ersten Wahlrunde sehr viele Jugendliche hatten, ich glaube es waren sogar 25, die sich beworben hatten. Bei uns ist so geregelt, dass ein Jugendgemeinderat zustande kommt, wenn mindestens 7 Mitglieder da sind. Aber es dürfen halt auch höchstens nur 13 drin sein, deswegen auch die Wahl. Ja. Okay, also das heißt, ihr seid zwischen 13 und 25 jetzt auch tatsächlich? Also 13, 25 ganz. Also ich bin momentan der Älteste im Jugendgemeinderat, ich bin 20. Wir haben aber tatsächlich auch den Jüngsten, der ist tatsächlich auch 12. Also okay. Selbst die 12 oder die 12-jährige Fiona Wunsch ist das, selbst die muss ich dann mit mir manchmal auseinandersetzen. Okay, also schon eine gewisse Altersspanne, also wirklich, was bei euch Jugendliche sind. Seid ihr gewählt worden. Ihr sagt, ihr seid ja schon das zweite Mal dabei, ihr habt also schon auch Erfahrung. Jetzt, was ist euch denn gelungen? Ja, was sind denn eure ganz konkreten Erfahrungen? Oder vielleicht auch, welche Schwierigkeiten gab es? Aber vielleicht gibt es ja auch ein tolles Projekt, was ihr berichtet, wo ihr sagt, das ist uns definitiv gelungen. Da gibt es so viele Projekte, schwer, da mal eins rauszupicken. Ne? Aber ich glaube, so das größte Projekt, zumindest von den finanziellen Mitteln her oder auch von der medialen Aufmerksamkeit, ist unsere Freizeiten-Generationsanlage. Da haben wir tatsächlich ein Projekt sind gerade dabei, das Projekt umzusetzen, in eine Höhe von 400.000 Euro, die wir durch Spenden eingesammelt haben und dann durch Förderung. Das soll wir haben 8.000 Quadratmeter große Fläche bekommen. Dort soll ein Fitnessparcours hin oder so ein Fitness-Track, wo man halt üben kann mit eigenen Gewichten und sowas. Das ist halt für Behinderte, für Alte, für Junge, das ist für jede Altersgruppe ausgelegt. Dazu kommt noch ein Skatepark, da wir bei uns so ein bisschen diese Underground-Skate-Szene haben, wollen wir das endlich publik machen und dann können sie halt auf dem offiziellen Skatepark skaten. Zum anderen soll eine Boardanlage hin, es ist sehr nah am Wasser gelegen. Das ist, glaube ich, so unser größtes Projekt. Damit kamen natürlich auch ein paar Probleme auf, als wir den Antrag damals im Gemeinderat gemacht haben. Also wir haben festes Rede- und Antragsrecht. Als wir den Antrag im Gemeinderat gemacht haben, war es ein bisschen eine gespaltene Stimmung. Das hat man gemerkt, die etwas älteren Menschen sind einem als Jugendlicher nicht immer so wohlgesonnen, waren relativ gelangweilt und
hat die alles nicht so ganz interessiert und es war immer so, ah, die Jugend, wir verwöhnen die zu sehr, das können wir nicht machen, das geht nicht, das dürfen wir nicht. Hat man halt doch schon ein bisschen Gegenwind gemerkt, aber wir haben es trotzdem durchgesetzt und können damit bisher nur Erfolge verbuchen tatsächlich. Ja, und als kleine Projekte haben wir unsere Kinoabende und auch die Graffiti-Projekte. Kinoabend kann man sich vorstellen, dass wir immer einen Ort in der Gemeinde aufsuchen, immer mal in verschiedenen Dörfern und da zwei Filme zeigen, den ersten für die kleineren Kinder und der zweite dann meistens ab 12, sodass Kinder und Jugendliche sich treffen können und auch mal zusammenkommen und auch die Möglichkeit haben, kostenlos ins Kino zu gehen. Und das Graffiti-Projekt war auch eigentlich sehr erfolgreich. Am Anfang haben wir es so gemacht, dass wir mit Künstlern zusammengearbeitet haben, weil die meisten Stellen auch nur freigegeben worden sind mit der Bedingung, dass ein Künstler mit dran arbeitet, damit die Flächen nicht verschandelt werden oder die Jugendlichen sich da nur austoben und nichts Schönes bei rumkommt. Wir haben es jetzt aber auch geschafft, dass wir eine Fläche, also eine Wand kriegen, die frei ist. Das heißt, die Jugendlichen können da frei, ohne Künstler, auch dran sprühen. Wir hatten nämlich viele, die auch illegal gesprüht haben und das wollten wir natürlich beseitigen. Und dann sieht man ja auch die Interesse, dass Graffiti halt gefragt ist. Und die freigegebene Wand sieht aber auch schön aus und ist auch schon voll besprüht. Ich muss auch noch dazu sagen, zu den illegalen Graffiti-Sprayern gab es bei uns im Vorfall am Faschingsclub. Die kamen dann nach, wo wir so einige Projekte umgesetzt haben, freiwillig auf uns zu und haben gesagt, es tut uns leid, wir waren das. Wie können wir das besser machen? Die haben sich dann mit dem Faschingsclub zusammengesetzt bei uns im Dorf und haben gemeinsam ein Motiv entworfen und haben das dann übersprüht, nochmal ordentlich in Rücksprache mit dem Verein. Und seitdem war auch nie wieder was dran. Da steht jetzt auch schon ein Jahr. Ihr habt kurz angedeutet, dass es bei der gemeinschaftlichen Planung für diesen großen Fitnessparcours und Mehrgenerationsgelände ja schon Schwierigkeiten so manchmal gab mit Erwachsenen. Wie ist es so, wie reagieren die Erwachsenen in der Regel, wenn ihr dabei seid und wer unterstützt euch dabei auch, dass ihr eure Interessen oder die Interessen von den Jugendlichen aus der Gemeinde einbringen könnt? Ja, in erster Linie unterstützt uns unser Bürgermeister, Herr Giebler. Dafür auch einen riesengroßen Dank, weil der setzt uns wirklich für uns ein. Dann natürlich auch alle, also fast alle, eigentlich alle, die in der Gemeinde arbeiten, die unterstützen uns auch. Wir hatten zum Beispiel das Problem mit der Freizeitanlage, wo die gebaut werden sollte. Da waren, glaube ich, Gartenanlagen und da haben sich die Bewohner beschwert, dass es ja zu laut sein könnte wegen der Skateranlage, wenn die dann wirklich steht. Und dann gab es dann auch ein Gespräch. War Herr Giebler dann auch mit dabei, mit den Anwohnern und ein paar Vertretern aus dem Jugendgemeinderat, um die Sorgen und Ängste zur Seite zu schaffen. Ja, genau. Also wir hatten dann ein Meditationsgespräch mit denen gesucht oder so ein Streitgespräch, um da halt diese Probleme aus der Welt räumen zu können. Wurde, soweit ich weiß, auch alles geklärt. Zumindest kam jetzt nichts mehr von den Leuten an. Aber wer uns halt auch viel unterstützt, die Gemeinde und der Jugendsozialarbeiter, die uns sowohl in der Bürokratie helfen, weil das ist für uns Jugendliche auch wirklich ein Unding, sich da durchzuwälzen, als auch moralisch bei anderen Leuten. Weil man eben als Jugendlicher nicht immer so vollgenommen wird, wie man es gerne hätte. Da würde ich schon nochmal nachfragen, wo werdet ihr nicht vollgenommen? Beim Stellen von Anträgen zum Beispiel, wenn wir halt, also wir haben bisher 2 Anträge oder 3 Anträge gestellt in der Gemeinde, oder beim Gemeinderat. Es gibt halt dann doch Leute, die großes Desinteresse hegen oder halt auch sagen, die danach zum Bürgermeister kommen und sagen, ja, das können wir nicht machen, wir können den Jugendlichen nicht so einen Freiraum geben, das können wir nicht, Vandalismus und die verschmutzen alles, die verdrecken alles. Ja, sowas muss man halt leider erleben. Ich verstehe das zwar nicht, warum manche Leute da so dickköpfig sind, aber es ist vielleicht das altgesessene Weltbild. Ja, also auch schon wenn man einen Antrag an den Gemeinderat stellt, braucht man schon Unterstützung von gewissen Erwachsenen, die sich dann auch für einen einsetzen, beziehungsweise das auch nochmal gut reden, weil wenn nur wir dahin kommen würden, würde das nicht so diese Wirkung erzielen. Okay, aber genug über Erwachsene geredet, wir können das vielleicht im Nachgespräch noch ein bisschen weiterreden. Eigentlich seid ihr ja eine Jugendvertretung.
Und ich kenne das jetzt, ich bin für Jugendbildung zuständig und das ist gar nicht so einfach, Jugendliche zu erreichen. Ne? Ich meine, ihr könnt natürlich in der Schule nachfragen, aber vermutlich habt ihr euch ja noch andere Dinge ausgedacht. Und ihr habt im Vorfeld gesagt, Social Media ist ganz wichtig. Wie nutzt ihr denn, also oder was, welche Rolle spielen denn digitale Jugendbeteiligungsprozesse bei euch? Habt ihr irgendwie irgendwelche, also wie kommt ihr zu euren Vorschlägen zum Beispiel? Oder euren Anträgen, die ihr stellt? Also zu unseren Vorschlägen oder Anträgen, es kommt halt dadurch viel durch Freundeskreis. Im Dorf kennt halt jeder jeden, Buschfunk. Dadurch kommt halt doch ganz viel zusammen. Ich weiß nicht, ein Freund geht halt feiern und findet dann, okay, die Hütte am See ist total runtergemodert, da regnet durch die Decke und sowas. Das wird einem dann natürlich zugetragen. Wir haben natürlich immer ein offenes Ohr auf Social Media. Also wir haben Instagram, Facebook, Telonym sogar, wo man uns anonym schreiben kann. Kommt leider nicht immer so das Feedback, wie wir uns wünschen würden, sondern es passiert halt wirklich viel durch den Freundeskreis. Aber dadurch, dass halt wirklich jeder hier jeden auf dem Dorf kennt, gelangt es dann irgendwie immer zu uns, da man weiß, wir sind die Ansprechpartner und wir bringen dann auch diese Anträge dann vor. Wir haben auch jetzt schon einmal einen Fragebogen gemacht. Für alle Jugendlichen aus der Gemeinde haben die dann auch rausgeschickt. Kam auch reichlich zurück, also wo wir sie dann gefragt haben, wie zufrieden sie mit unserer Arbeit sind. Also auch die Leute, die man halt eben nicht erreichen kann, was sie sich selber noch wünschen, was wir noch machen sollen, welche Projekte sie auf den Weg bringen würden und welche Ideen sie für unsere Dörfer haben. Ja, vielleicht noch trotzdem noch mal ein bisschen konkreter. Also erstmal danke dafür. Aber jetzt weiß ich ja, ich meine, ich bin irgendwie bei Instagram und bei Facebook und also Telonym habe ich noch nicht gehört. Jetzt würde ich von euch gerne noch mal wissen, wie genau nutzt ihr diese Social-Media-Kanäle, um irgendwas zu erreichen? Wann erreicht ihr was oder wo merkt ihr, wo gibt es kein Feedback? Habt ihr ja auch gerade beschrieben, dass es nicht immer so klappt. Und was mich auch interessiert ist, wer moderiert und verantwortet die Kanäle? Ist dann immer einer von euch? Seid ihr jeder verantwortlich? Also vielleicht beschreibt ihr einfach mal so 2, 3 Kanäle, wie ihr die nutzt, was ihr damit macht jeweils, was die Erfahrungen sind und wer das wie handelt. Also wir hatten in der Gruppe gefragt, also wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo alle Jugendgemeinderäte drin sind. Wir hatten gefragt, wer sich denn ein bisschen damit auskennt, wer da so das Interesse daran hat, so einen Kanal zu führen. Es waren dann 5 oder 6 Leute, haben dann den Zugang bekommen, sowohl als auch unsere Jugendsozialarbeiter. Unser Bürgermeister hat keinen Einfluss auf unseren Instagram-Account oder ähnliches oder was wir dort machen. Und wir versuchen halt, die Leute bei Projekten mitzunehmen. Wir versuchen, die auf dem Laufenden zu halten. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wir hatten eine Preisverleihung in Berlin, haben wir versucht, immer irgendwelche Instagram-Stories zu machen, dass man so unseren Weg auch mitgeht, dass man sieht, okay, es ist immer nicht alles gar nicht so eng und so streng, sondern man kann auch Spaß untereinander haben. Oder wir versuchen, Projekte, die gerade groß anstehen, wie Skateanlage oder wie ein bevorstehendes Graffiti-Projekt oder einen bevorstehenden Kinoabend, posten wir halt überall, dass hoffentlich viele Leute sehen und versuchen damit halt einen Einfluss darauf zu haben. Über Facebook zum Beispiel, also was jetzt unsere Kinoabende betrifft, lassen wir dann auch immer abstimmen, welchen Film die Jugendlichen oder Kinder gucken wollen, also welche Filme beliebt sind. Und je nachdem wird dann auch entschieden, welcher Film gezeigt wird. Genau, vielleicht noch eine Frage, was war das mit Telonym? Ja, Telonym, das ist halt quasi, haben wir bei uns auf Instagram verlinkt, kann man draufgehen, kann man uns anonyme Fragen stellen. Also wir sehen nicht, wer das geschrieben hat, man kann uns halt aber trotzdem die Fragen stellen und wir können das sehen und dann beantworten. Falls jemand sich halt nicht so traut, uns direkt anzuschreiben auf Instagram, wo natürlich kein Grund beherrscht, wir sind alle liebe Leute, aber kann ja doch so sein, dass sich einer nicht traut und so kann er das auch schreiben. Jetzt würde ich gerne noch mal eine Frage vom Anfang noch mal mit aufwerfen. Jetzt haben wir ein bisschen was dazu gehört von euch. Was schätzt ihr noch mal, wann gelingt Kinder- und Jugendbeteiligung im ländlichen Raum? Und was ist da vielleicht anders als in der Stadt? Also bei uns im ländlichen Raum ist es halt so, oder was ich sehr schön finde, was das Ganze gut bezeichnet, wir hatten bei uns so einen alten, verlassenen Platz. Das sind Stadtleute haben das zum Beispiel nicht oder halt nicht so oft. Wir hatten einen Platz, der ist ganz schnell heruntergekommen. Da waren alte Hütten, ganz viel Müll, ganz viel Dreck. War halt nur so ein, da hat sich quasi wie so eine zweite Müllhalde gebildet. So hat sich das den Anschein gemacht. Unser Jugendsozialarbeiter ist dann auch auf die zugegangen und hat gesagt, hey, wir haben hier einen Platz und so, wenn ihr das macht. Also er hat nicht vorgegeben, so und so soll es aussehen, das und das soll es werden, sondern einfach gesagt, das hier könnte euer Platz werden, ihr könnt ja dafür Dinge tun. Dann haben ganz viele Jugendliche oder so eine kleine Gruppe an Jugendlichen,
hat gesagt, okay, wir machen das, haben sich samstags und sonntags hingesetzt, haben Handschuhe angezogen, Eimer mitgebracht und haben ganz viel Müll dort weggesammelt, haben das alles schön gemacht und der Platz ist zwischen wirklich schön geworden. Wir haben jetzt darauf sogar einen Volleyballplatz so klein errichtet, dass man da jetzt was spielen kann. Ist jetzt mit Corona ein bisschen blöd, das Projekt ist gerade ein bisschen eingefroren, aber dort hat kein Erwachsener wirklich einen Einfluss. Es gab halt quasi nur diesen Anstupser von uns oder vom Jugendsozialarbeiter und es kommt so selber ins Rollen und die Leute sehen, das ist gar nicht so die Müllverschmutzung, es ist gar nicht so Vandalismus und was weiß ich nicht alles, sondern es wird wirklich ordentlich damit umgegangen und selber gepflegt. Magst du noch was sagen, Selin, zur, was ländlichen Raum kennzeichnet? Naja, wie Max schon gesagt hat, bei uns ist auch viel, also zum Beispiel, wir haben auch einen Bolzplatz in Rösa, da kümmern sich auch Jugendliche drum, wenn sie sich freiwillig gemeldet haben, da auch den Rasen zu mähen, also es ist viel auch Eigeninitiative, es funktioniert alles, wenn die Jugendlichen auch bereit sind, was dafür zu tun. Was ja auch schön ist, weil wenn sie selber etwas getan haben, dann verschmutzt man das ja oder wird es nicht so schnell verschmutzt oder nicht so behandelt, wie es behandelt werden sollte. Ja. Okay, dann erstmal ganz herzlichen Dank für diese offizielle Runde, die noch nicht ganz zu Ende ist, weil ich euch noch eine Abschlussfrage gerne stellen würde, bevor wir dann in die Diskussion kommen. Die Abschlussfrage im Partizipationscafé lautet immer, bevor ich sie sage, sage ich euch, ihr habt dafür 45 Sekunden Zeit, sie zu beantworten, weil wir würden sie, dann wollen sie auf Instagram ausspielen und ihr seid ja die Profis, also kriegt ihr das super hin. Und die Frage ist sozusagen, woran erkennt man funktionierende Kinder- und Jugendbeteiligung oder was ist eine funktionierende Kinder- und Jugendbeteiligungslandschaft? Also wann funktioniert das? Also Kinder- und Jugendbeteiligung funktioniert, wenn die Jugendlichen auf einen zukommen, man Projekte verwirklichen kann und Jugendliche auf einen zukommen und selber Projekte übernehmen wollen, Projekte funktionieren und das, was man aufbaut, das, was man erstellt, auch wirklich schön erhalten wird und man merkt, es ist ein schönes Miteinander. Erwachsene nehmen Jugendliche ernster, Jugendliche nehmen Erwachsene ernster und es ist einfach eine schöne Zusammenarbeit zwischen den beiden. Funktionierende Jugendarbeit kann nur dann funktionieren, wenn man auch respektiert wird, wenn einen die Erwachsenen ansehen und wenn man natürlich auch Stärkung im Rücken hat, wie bei uns, ich kann es nur betonen, unserem Bürgermeister und die Gemeinde auch an sich, die uns wirklich auch viel Papierkram abnimmt, wovon wir ja eigentlich gar keine Ahnung haben, die uns so auf die Wege leitet und vor allem ja das Miteinander, das Kommunizieren auch mit anderen Jugendlichen, die nicht aus dem Freundeskreis sind und das Zusammentreffen von anderen, zum Beispiel durch Projekte, wenn man auch mal ins Gespräch kommen kann mit anderen, die man sonst nicht sieht oder auch nicht kennt. Ganz herzlichen Dank euch. Das war das erste Partizipationscafé 2021 oder das vierte insgesamt. Ich danke ganz herzlich Selin Rühlich und Max, jetzt habe ich deinen Nachnamen frei, Maximilian Frei, Entschuldigung, vom Jugendgemeinderat Mulde-Stausee. Danke, dass ihr uns hier erstmal in dieser Runde so Rede und Antwort gestanden habt. Ich danke ganz herzlich Maria Burkhardt, das war eine erste gemeinsame Moderation. Ich habe das so auch noch nicht probiert über Online-Medium. Das ist ganz lustig, wenn man sich nicht angucken kann und sagen kann, so, jetzt machst du mal weiter. Und ich fand, es hat aber trotzdem super funktioniert. Danke allen, die zugehört haben. Wir beenden jetzt einfach hier die Aufnahme und können dann weiter diskutieren und alle Fragen beantworten.